Hi, wir sind Martin und Lukas von Bunat Online und wir sprechen heute über den Brooks Hyperion Tempo. Hyperion Tempo, das spricht schon nach Schnelligkeit. Wir haben uns vom Brooks den Patrick eingeladen, der uns ein bisschen was zu dem Schuh erzählen kann. Leg mal los. Ja, gerne. Ja, und sehr richtig, genau, der Hyperion Tempo, ein Wettkampfschuh, zeichnet sich durch diverse Merkmale aus. Erstmal, wenn man ihn in die Hand nimmt, ein super leichter Schuh, sehr dünnes Obermaterial, eine sehr leichte und dünne Zunge, DNA Flash in der Zwischensohle. Auch hier haben wir wieder die klassische Brooks DNA, aber halt eben mit dem Zusatz Flash, eine ja, Stickstoff aufgespritzte Zwischensohle, was einfach zu einem sehr geringen Gewicht führt. Genau. Dann haben wir in der Außensohle auch nur in der Ferse und im Vorfußbereich die Gummierung, die halt fürs klassische Tempo machen auf der Straße gut geeignet ist. Warum habt ihr die Außensohle im Mittelfuß weggelassen? Das hat verschiedene Gründe. Einerseits natürlich auch Gewichtsersparnis, weil halt Gewicht bei dem Schuh sehr entscheidend ist. Wen es jetzt interessiert, knapp um die 200 Gramm, je nach Größe natürlich, wiegt dieser Schuh. Und man hat dann hier nur an den wichtigsten Stellen Materialien verwendet. Tendenziell Wettkampfläufer, schnelle Läufer laufen ja eher im Vorfußbereich. Dennoch ist der Schuh für jedermann geeignet. Also wir sagen jetzt, man kann den Schuh auch als etwas langsamerer Läufer laufen. Das heißt, man muss hier nicht irgendwie eine Dreier-Pace hinlegen. Dadurch hat man halt auch hier einen guten Halt oder ein gutes Abrollverhalten über die Ferse. Ist durchaus möglich. Es kommt dann eher darauf an, dass man seine persönliche Bestzeit mit dem Schuh erreichen kann. Muss ich denn für den Schuh irgendwelche besonderen Laufeigenschaften mitbringen oder kann jeder den Schuh laufen wirklich? Ja, jein. Tendenziell ist es natürlich so, dass ein Temposchuh oder ein Wettkampfschuh eher Richtung Vorfuß geht. Das heißt, dein Sprunggelenk übernimmt letztendlich so ein bisschen die Federung und auch die Stabilität des Schuhs. Es gibt das Modell jetzt nicht gestützt. Das ist so der Unterschied. Heißt, ich sollte von selber eine gewisse Grundstabilität und vielleicht eine gewisse Lauferfahrung mitbringen, bevor ich den Schuh anziehe? Genau. Also wir schließen kein Tempo aus, was man mit dem Schuh laufen kann, aber tendenziell sollte man sich gut darauf vorbereiten, dass man jetzt als starker Pronierer oder sehr starker Fersenläufer vielleicht eher erstmal zu einem anderen Trainingsschuh greift. Das heißt, wenn ich aber im normalen Training zum Beispiel so einen Ghost von euch nutze und mal richtig Bock auf einen knackigen Schuh, um Intervalltraining oder so zu machen, dann wäre das eine Möglichkeit. Auf jeden Fall. Cool. Du hast gerade gesagt, der Schuh ist sehr auf Leichtigkeit getrimmt. Was zeichnet denn das Obermaterial da aus? Genau, das sieht man jetzt vielleicht hier so ein bisschen. Das hat, also es ist einfach eine sehr, sehr dünne Schicht. Ein sehr leichtes, dünnes Material, was halt ja, minimal nur am Fuß liegt. Also wenn man da reinschlüpft, sieht man sofort, okay, ich bin da nur minimal gehalten in dem Schuh. Dass man einfach auf Leichtigkeit setzt und damit die Einheiten absolvieren kann. Heißt, wenn ich einen Schuh suche, der so richtig knackig ist und womit ich richtig Gas geben kann, ist das der Schuh aus eurem Segment? Oh, auf jeden Fall. Perfekt. Cool. Sehr cool. Okay. Gerne.